Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures. Ich begrüße dich bei der Folge 21 und du hast mich bis hierher begleitet und ich hoffe, dir haben die vorherigen Episoden gefallen. Als ich abends in Ancona ankam, wusste ich noch nicht, was mich in den nächsten 48 Stunden erwarten wird. So lange wie die zwei Tage waren, ist auch diese Episode etwas länger geworden. Die 48 Stunden begannen in Italien und sollten in Deutschland enden, aber sie endeten anders, als ich das dachte. Aber das kannst du dir jetzt in Ruhe ansehen. Cadioso Lumbrini nach Nordwesten Richtung Via Marino Cedrini starten. Nach Südosten Richtung Via Eugenio Bertini starten. Im Kreisverkehr abfahren auf Via Eugenio Bertini. Nach 600 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, um auf Via Eugenio Bertini zu bleiben. Ja, wie ihr gehört habt, ich bin in Italien und willkommen zur letzten Folge. Und zwar geht die von Ancona bis nach Frankfurt. Ja, das wird mehr so ein Roadtrip, denke ich mir mal. Denn viel erleben werde ich nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich sicher das Auto heimbringe, mich auch. Ja, ich bin jetzt hier in Forlì, das liegt 150 Kilometer hinter Ancona. Ich bin ja mit der Fähre gestern angekommen und wollte eigentlich gar nicht so weit fahren, aber das lief so gut, bin ich durchgefahren, also 150 Kilometer. Habe jetzt übernachtet und jetzt geht es Richtung Gardasee. Ich wollte eigentlich an Gardasee direkt nach Torboli, aber das Wetter spielt nicht mit, das heißt, es wird dort regnen die ganze Zeit. Und ganz ehrlich gesagt, ich muss nicht an den Gardasee fahren, wenn es regnet. Vor allem mit meiner Scheibenwischerproblematik, da die ja kaum funktionieren. Ja, ergo habe ich jetzt mir eine schöne Unterkunft rausgesucht, die auch recht kostengünstig ist, die in ein bisschen oberhalb nördlich vom Gardasee liegt. Also ja, und in der Nähe von der Autobahn. Das sind jetzt heute so 300 Kilometer und ich hoffe, dass ich die zwischen 4 bis 5 Stunden schaffe. Ja, und dass ich
dann einen erholten Nachmittag habe. Morgen geht es dann eigentlich schon bis nach Deutschland, habe ich vor. Also schauen wir mal, wie es wird. So, ja, warum? Der Roadtrip ist ja jetzt ein bisschen kürzer geworden, als ich eigentlich geplant habe. Das hat einmal A, familiäre Gründe und B, macht die Lenkung so ein bisschen problematisch beim Fahren. Das heißt, immer wenn ich in eine Kurve gehe, ist das ein Riesenspiel. Und wenn man zu viel lenkt, fängt das Auto an auszubrechen. Das ist ein Gelenk oder ein Gummi ist da defekt, ich weiß es nicht. Kann ich jetzt auch hier nicht mehr klären. Und daher werde ich jetzt probieren, nur noch sicher, unfallfrei nach Hause zu kommen. Das ist jetzt das Ziel dieser Etappe. Und ja, auch wenn es nicht mehr gar so viel zu erleben gibt, ein bisschen was gibt es ja immer. Also, let's go Richtung Autostrada und dann Richtung Norden. Immer Richtung Norden. Vor allen Dingen zu Hause ist das Wetter voll gut. Und hier ist es eher schlecht. Also, auf nach Hause. Ich hatte letzte Nacht in Forlì ein Airbnb gemietet und dort gab es natürlich kein Frühstück. Nach einer gewissen Zeit auf der Autobahn wurde es Zeit für ein Kaffee. Das leckere Marzipan-Croissant lachte mich in der Auslage förmlich an. Auf dem Parkplatz beobachtete ich nicht nur den Verkehr auf der Autobahn, sondern auch immer wieder die Blicke, die Wim zugeworfen wurden. Irgendwie mögen die Italiener ihren Fiat 124. Allerdings merkten sie erst später, dass es der baugleiche Lada 2101 ist. Wim schlägt sich super. Der Motor schnurrt wie ein junges Kätzchen, die Benzinpumpe pumpt wie ein junger Bursche und die Fahrt mit Tempo 92 km/h lassen die Kilometer im Windschatten der LKWs wie im Fluge vergehen. Die Sonne lacht und bereits nach 5 Stunden erreiche ich mein Hotel in Cagliano. Das kleine Örtchen im Trentino eignet sich super als Zwischenstopp auf dem Weg von Italien bis nach Hause. Ich checke bereits um 13.30 Uhr ein und falle nach der Fahrt ins Bett. Und lande sehr schnell im Land der Träume. Den späten Nachmittag verbringe ich bei Netflix und gehe abends noch eine Pizza essen, bevor ich mich wieder hinlege, um Kraft für den nächsten Tag zu tanken.
das Frühstück lässt sich wirklich noch mal so mit an einem der letzten Reisetage wirklich sehen. Also, gute Hotelwahl für 30 Euro die Nacht mit Frühstück. Echt gut. Jeden Morgen dasselbe. Wobei gestern ging, glaube ich, ein bisschen schneller an. Bisschen Schopf ziehen, dann geht es immer ein bisschen besser. Habe ich vergessen. Okay, let's go! Aber wie du siehst, das Schöne wäre, da vorne darf man leider nicht rausfahren. Oh, noch die Webcam, Quatsch, die Dashcam an. Wie gesagt, wieder keine Batterie. Links, machen wir gleich rein. Guten Morgen aus dem schönen Trentino. Ich habe in einem wunderbaren Hotel geschlafen. Das Beste war jetzt noch das Frühstück. Das Zimmer war klein, gemütlich, aber das Frühstück, das war der Hammer. Ja, also ich bin jetzt gut gestärkt. Heute geht es nach Bad Kolpop zu einem Bloggerfreund von woanders sein. Und da werde ich übernachten. Das sind 278 Kilometer, 4 Stunden sagt Google. Ich rechne mit über 6 bis 7. Es geht über den Brenner, einmal quer durch Österreich, Seefeld, ja, dann Garmisch-Partenkirchen, dann bin ich eigentlich schon fast da. Also eine harte Strecke für mich und für das Auto. Ja, ich will mal hoffen, dass wir auf der vorletzten oder ja, vorvorletzten Route keine Probleme bekommen und dass alles gut funktioniert. Das ist das Allerwichtigste und vor allen Dingen unfallfrei durchkommen. Ja, also dann fahren wir mal los. Thank you.
Nach meinem grandiosen Frühstück geht es los, dass es mein persönlicher Lader-Höllentag wird. Ahne ich noch nicht. Wim hat die Auszeit scheinbar hier im Trentino genossen, denn er fährt super für die erste Stunde. Danach überlegt es sich die Benzinpumpe anders und zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Seit einiger Zeit fahre ich in einer Baustelle. Der Seitenstreifen ist mit einer Betonwand abgesperrt und der Verkehr ist bereits zähfließend. Ich merke, wie Wim nicht mehr so fährt, wie er die letzten Tage gefahren ist. Der Standstreifen ist immer noch mit einer Betonwand blockiert und ich merke plötzlich, dass der Motor wieder anfing zu stottern. Ich denke nur, scheiße, kein Standstreifen. Und wie aus dem Nichts kommt ein ca. 400 Meter langer Streifen ohne Betonwand. Ich schaffe es gerade noch, mich auf den Seitenstreifen zu retten. Zwangspause für Wim und mich. Der Brenner liegt vor mir und Wim mag nicht mehr. Ich rufe meinen Bruder an. Der ist immerhin Kfz-Meister und hoffe, er hat einen Tipp für mich. Den Tipp bekomme ich, sogar zwei Tipps. Tipp 1, abkühlen lassen und wenn Wim wieder anspringt, weiterfahren. Tipp 2, wenn er in der Baustelle stehen bleibt, immer fest behaupten, das hat er ja noch nie gemacht.
Mein Einwand zum Weiterfahren war, dass die Autobahn, also die Baustelle, einspurig würde und ich doch dann alles super blockiere. Hier kam sein dritter Tipp. Viel Glück! Nach 25 Minuten startete Wim wieder und ich drängelte mich in den Verkehr rein, da er gerade etwas lief. Das Auto hinter mir fand die Aktion nicht gut und mir schießt in dem Moment in den Kopf, was er machen wird, wenn ich stehen bleibe. Direkt an der Stelle, wo es einspurig wird, geht es noch in den Gegenverkehr. Ich denke nur, Scheiße. Ich fahre maximal 40 km/h, damit die Autos vor mir schneller sind und ich damit hoffe, nie langsamer zu werden oder stehen zu bleiben, damit der Motor immer etwas Zugluft zur Kühlung hat. Auf einmal sehe ich kein Auto vor mir und ich sitze hinter dem Steuer und bin fix und fertig. Mein Puls muss am Anschlag gewesen sein und nach 10 Minuten geht es wieder auf die normale Seite der Autobahn zurück und die Anspannung fällt etwas ab.
Kurz darauf erreiche ich die Ausfahrt der Raststätte Lanz. Ich bin fertig und brauche eine Pause. Dazu benötige ich noch das Pickerl für die österreichische Autobahn, was ich hier kaufen kann. Ich rufe nochmal meinen Bruder an und bedanke mich für die qualitativ gute Telefonberatung und die funktionierenden Tipps. Hat er doch was in der Meisterschule gelernt. In der kurzen Pause, dem Pickerl in der Scheibe, fuhr Wim wieder gut und den Brenner hinauf. Zum Glück dürfen die LKWs nur 60 km/h fahren und somit kam ich gut im Windschatten über den Brenner. Nach einer Stunde zieht ein Autobahnschild vorbei, das mir anzeigt, nur noch 50 km bis Deutschland, und es kommt bei mir Hoffnung auf, die Etappe bis Bad Kohlkuh in meiner gedachten Zeit zu schaffen. Die Route nach Bad Kohlkuh führt über die Zierler Berg- oder Passstraße und die hat es in sich, was ich aber nicht wusste. Der Zierler Berg wartet mit einer 15%igen Steigung auf seine Autofahrer. Wim kam immerhin ein Stückchen hoch, sodass die Benzinpumpe kurz vor der Kehre schon nicht mehr wollte. Daher fuhr ich hier beim Quickstop-Restaurant raus und gönnte Wim eine 10-minütige Pause, bevor die 15%ige Steigung startete. Richtung Nordwesten, dann wenden. Wenden, dann links abbiegen auf Zöllerbergstraße. Links abbiegen auf. Los geht es und vollen Mutes fahren wir los und kommen ganze 100 Meter weit. Wim streikt. Der Lader steht direkt hinter der Kehre und dazu noch sehr ungünstig auf der Fahrbahn. Meine Nerven sind runter und rien ne va plus, nichts geht mehr. Ich versuche noch die Benzinpumpe mit Wasser zu kühlen und Wim gleichzeitig damit zu überreden, noch ein paar Meter zu fahren, da dort eine kleine Notparklücke ist. Tatsächlich bekomme ich den Motor nochmal kurz an
und hoppel bis zur kleinen Notparklücke. Hier geht jetzt erstmal nichts mehr. Ich schütte mein komplettes Wasser über die Benzinpumpe und ab jetzt heißt es warten. Während ich hier stehe, wird mir klar, dass ich heute nicht mehr nach Bad Kohltrup zu meinem Kumpel Olli komme. Mein Puls wird wieder etwas ruhiger, da Wim und ich jetzt sicher am Straßenrand stehen und nach gut 5 Minuten, die mir wie eine Ewigkeit vorkommen, springt Wim wieder an. Die Kehrtwende auf der dünnen Straße ohne Servolenkung lässt mir die Schweißperlen auf der Stirn stehen, denn der Motor darf jetzt nicht ausgehen. Nach dem Drehen rolle ich praktisch wieder die 100 Meter auf den Parkplatz zurück. Jetzt brauche ich eine Pause. Ein neuer Plan muss her. Oliver habe ich eine WhatsApp geschrieben, dass ich nicht über den Zirler Berg komme und er sagt mir, dass ich etwas weiter auf der Autobahn fahren soll und es dort eine Fernpassstraße gebe, die nicht ganz so steil sei. Ich fülle mir also wieder meine Wasserflaschen für den Notfall auf, gebe die Route in Google Maps ein und nach 10 Minuten geht es wieder den Berg runter zur Autobahn mit Ziel Fernpassstraße. Stehe ich hier wieder irgendwo kurz wieder vor einem kleinen Pass und es geht eigentlich nichts mehr. Das Gute ist, da ist ein Restaurant, Kaffee, ich gehe einen Kaffee trinken und lasse ihn abkühlen. Und Baustellenfahrzeug, dem reicht es der Platz, hat er gesagt. Ja, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin am Ende. Als ich mich mit dem Bauarbeiter unterhielt, erzählte er mir, dass der Fernpass steiler, enger und nur noch einspurig auf jeder Seite befahrbar sei. Ich breche die Route nach Bad Kohltrup ab, schrieb Oliver eine WhatsApp und ein neuer Plan muss her. Ich fahre wieder zurück und versuche es über Innsbruck.
neue Plan sieht aus, dass ich jetzt wieder zurückfahre und versuche mein Glück über Innsbruck. Vielleicht schaffe ich es bis Innsbruck und übernachte dort. Das ist jetzt der Plan und ich hoffe, dass ich das schaffe. Nachdem ich eine halbe Stunde wieder unterwegs war, muss ich mal die Tankstelle anfahren und denke mir, ich tanke jetzt besser mal, damit ich dann fahren kann, wenn Wim gut drauf ist. Außerdem putze ich für euch noch schnell die Scheibe, damit ihr wenigstens den Durchblick behaltet. Die Paparazzi ist schon hier an der Raststätte Rosenberg und kommt aus Finnland. Als er hört, von wo ich komme, gibt es gleich zweimal den Daumen hoch. Weiter geht es nach dem Tankstopp auf der Inntal-Autobahn Richtung Innsbruck. Weit kam ich nicht, von der Zapfsäule bis auf die Auffahrt zur Autobahn. Und meine geliebte Benzinpumpe will nicht mehr. Die Stimmung ist auf den Tiefpunkt angekommen. Wasser, kühlen und nach ein paar Minuten geht es wieder. Und Wim fährt fast, als wäre nie was gewesen. Google Maps meldet keinen Stau auf der A12 und so erreiche ich Innsbruck. Wim ist immer noch super drauf und fährt scheinbar mit halbem PS, obwohl sein Zuhause eigentlich noch in Jerewan ist. Während der Fahrt tippe ich schnell Rosenheim ein, um zu sehen, wie weit es noch bis dorthin ist. Rosenheim kommt immer näher und Wim fährt plötzlich, wie wenn er eine Benzinpumpenkur hinter sich hat. Jetzt werde ich mutig und tippe München bei Google Maps ein und das soll mein neues Tagesziel sein. Um 17.30 Uhr erreiche ich Kufstein und somit ist die Grenze nach Deutschland nicht mehr weit. Aber Google Maps meldet auf dem Bildschirm eine rotfarbene Autobahn. Stau. Ich denke nur, nein, bitte nicht und schicke ein Stoßgebet an die Benzinpumpe. Allerdings merke ich seit Innsbruck, dass das Fahren hier mit der Lenkung und dem dichten Verkehr immer komplizierter wird. Ich fahre zwar seit ca. 4000 Kilometern mit dieser schwammigen Lenkung, aber es wird gefühlt immer gefährlicher, die Spur zu halten, besonders in Baustellen. Stau, Scheiße. Grenzkontrolle und es gibt kein Entkommen, oder doch? Ich merke, dass zwei LKWs vor mir auf die Raststätte abfahren und scheinbar den Stau geplant umfahren. Ich denke mir, besser auf der Raststätte liegen bleiben als auf der Autobahn und fahre auch ab, direkt in die Grenzkontrolle.
Ich vermute mal, dass das Gespräch der Grenzpolizisten so abgelaufen sein muss. Geile Karre. Anhalten? Komisches Kennzeichen? Nee, lass mal. Zu heiß heute. Okay. Geile Karre. Ich bekam von den Grenzpolizisten noch 2 Daumen hoch und sollte direkt weiterfahren. Welcome back to Germany. Die Autobahn wird zur Dauerbaustelle und sie wird immer enger. Das Lenken wird immer schwerer, da wenn ich etwas nach links fahre und nach rechts korrigieren muss, dann passiert Folgendes beim Lenken. Erst lange nichts und dann geht es sehr ruckartig von links nach rechts oder umgekehrt. Es ist hier bei dem Verkehr und der Enge in den Baustellen sehr schwer, die Spur zu halten. Und nach dem Höllenritt von heute bin ich ausgepowert und bete, dass ich bis zur nächsten Raststätte unfallfrei komme. Ich habe es geschafft, die Raststätte Irschenberg erreicht und mein größtes Ziel bis nach Deutschland. Ich parke Wim und entspanne erst einmal. Weiter geht es heute nicht mehr. Vielleicht kann ich hinter dem FC Bayern Fanshop mein Zelt aufschlagen, denke ich. Aber dann rufe ich doch den ADAC an und will wissen, was mit der Lenkung ist. Was erwartet dich in der Folge 22? Wie geht es weiter? Ich stehe auf der Raststätte Irschenberg und warte auf den ADAC. Aber der Tag ist bei weitem noch nicht zu Ende. Wie es weitergeht an dem Abend und was der ADAC mit mir und Wim macht, das erfährst du in der nächsten Folge. Dir hat das Video gefallen? Dann freu dich auf das nächste. Lass ein Like da und klick auf Abonnieren. Das ist völlig kostenlos und es hilft mir weiter.